kann ich fegen. Ich höre einfach mittendrin auf. Nicht weiterfahren lassen. Das ist doch völliger Unsinn. Ich weiß nicht, was Sie gefunden haben wollen, aber ich kann Ihnen versichern, ich habe nichts falsch gemacht. Dennoch muss ich Sie leider mitnehmen. Rede ohne Sicher. RTW ist auch schon da hier. Der LKW hätte bei einem weiteren Auffahrunfall gemacht und ihr stehen beteiligt. Autobahnpolizeisimulator 3, ein ganz ominöser Fall. Aber wir sind erstmal in unserem Zivi-Streifenwagen unterwegs, haben ja unsere Warnweste nach wie vor an. Und werden jetzt erstmal den Unfall absichern und mal gucken, wie wir mit diesen verpackten, mit dieser verpackten Situation umgehen. Das Spiel, muss ich sagen, motiviert mich immer wieder mehr. Aber wir brauchen diesen Unfall und wir müssen ihn auch so gut wie möglich lösen. Die Problematik ist bloß, wir sehen einfach keine Autos. Jetzt bin ich mal echt gespannt, wie wir das denn eben witzigerweise mit den Fotos machen, weil wir sehen einfach keine Autos. Aber ich sehe... Er hat näher die rechte Spur nicht gesperrt. Rechte sei schon linke. Erstelle Unfallfotos. Wo sind denn... Das ist eben jetzt die Problematik tatsächlich. Ich sehe hier keine Autos. Nichts. Das ist ja grauenvoll. Also theoretisch fehlen hier noch zwei Autos, aber wo sind die? Och Leute. Sprich mit den Beteiligten. Das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Ich kann... Was will ich denn jetzt mehr machen? Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ah, ich kann das jetzt nur so machen. Ah, danke, danke lieber Buck. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Abstand, Ablenkung, Hindernis. Ich... Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Bin gerade total angepisst. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Ach komm, wir können das Ganze vergessen. Die reden ja noch nicht mal mehr mit uns. Sorry, aber ey, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ach Mann, da wartet man darauf und dann kriegt man so einen Bug. Echt. Oh, fortsetzen. Dann fangen wir wieder hier an. Kannst du ja nicht machen. Was willst du denn hier machen? Hast ja nichts. Ach, witzig, da sind wir wieder zurück bei... LOL. Da waren wir aber lange schon... Warte mal, ist unser Fortschritt jetzt verloren gegangen? Nö. LOL, wir brauchen echt nur einen kleinen Unfall. Ja, bin mal gespannt, vielleicht kommt der jetzt nochmal eben per Funk rein. Oh, der ist deutlich zu schnell gewesen, geil. Und da ist er schon wieder weg. Ups. An alle Einheiten. Auf der Autobahn liegen Gegenstände. Wer kann schnell aufräumen? Nein, das hatten wir schon. Das will ich nicht. Hier waren 17. Wir finden raus, was dort passiert ist. Das ist schön.
Oh, jetzt haben wir auch noch einen Bug hier, dass die Sirene die ganze Zeit hier auch ansteht. Aber was ist denn da jetzt? Ist aber bitte, dieses Spiel will mich einfach nur verarschen. Gucken wir mal. Schatzi, schick mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. So, erstmal Vanus Vestus. Hä? Alter. Also, das hat ja einen kompletten Vogel. Von 15 Wahrzeichen. Super. Jetzt ziehen wir die Vanus Vestus wieder aus. Ich finde es witzig, wie Stefan das eben gleich tut. Obwohl er noch nicht mal hier in irgendeiner Art und Weise Richtung Kofferraum geht. Er macht es einfach. Halt! Jo, der blinkt einfach mal rechts, ich blink links. Jo, wer kommt rein? Hier alle viel zu anständig. Das geht ja gar nicht hier. Ich warte auf einen kleinen Unfall. Mal gespannt. Es war halt echt cool so. Das hätte mir jetzt voll in die, hat mir halt voll in die Hände gespielt und dann kommst du da rein und siehst, irgendwie fehlen da die beteiligten Fahrzeuge. Was ist denn das jetzt für ein Mist? Und zum anderen dachte ich mir wieder, ich beiß mir in den Arsch. Genau das brauchte ich. Tschüss. Es tut aber weh. Deswegen habe ich es gelassen. An alle Einheiten. Uns wurde ein Auffahrunfall gemeldet. Es geht los. Ursache unbekannt. Wer kann das übernehmen? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Es geht los. Schauen wir mal. Leitstelle für Wagen 1. Inzwischen wissen wir, dass 2 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sind. Na, mal gucken, ob die überhaupt da sind. Weitere Infos? Das war's für den Moment. Verstanden. Anscheinend, sieht... Oh, ja. Jedenfalls ein Bus steht da. Oh, interessant. Wo ist das zweite? Oh, ja, auch das zweite Fahrzeug ist drin. Sehr cool. Ja, super, das sieht gut aus. Und das auch noch hier an... Keine Ahnung, was das ist. Eine richtig coole Location, doch. Auch das zweite Fahrzeug heute mit da. Ich bin begeistert. Ich glaube, das kriegen wir noch hin hier in der Folge. Sorry, dass ich da so laut geworden bin. Ah, das wundert mich wirklich. Da dachte ich mir auch so, ey, komm... Geht ja irgendwie, aber dann so, ja, wie willst du jetzt die letzten 2 Fotos machen, ne? Die letzten 2 Fotos sind nämlich die beteiligten Fahrzeuge, damit du die Fahrzeugskizze anfertigen kannst. Das wird schwierig. Aber das Spiel hat sich wieder gefangen. Mal gucken, ob der Pseudo-Unfall uns immer wieder so, weil kleine Unfälle werden ja immer wieder reinkommen, ob der uns noch weiter verfolgen wird. Ich bin einfach so ein kleiner Perfektionist. So, jetzt machen wir hier Fotos. Na, was haben wir denn da? Das nehme ich mal als Beweisstück mit. Ein Ast. Also, die haben sich ja doch ein bisschen Mühe gegeben, muss man schon sagen. So. Hallo. Erzählen Sie mir doch bitte, was vorgefallen ist. Genau, das ich will Ihnen jetzt so auf den Sack gehen. Und so plötzlich. Und es war so laut. Okay.
Wie schnell waren Sie unterwegs? Ich habe noch versucht zu bremsen, aber es ging alles so schnell. Wie schnell waren Sie unterwegs? Ich weiß nicht mal, wo das andere Fahrzeug so plötzlich hergekommen ist. Sind Sie sicher, dass Sie nicht abgelenkt waren? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Also schön. Haben Sie sonst noch etwas gesehen? Sind Sie dem anderen Fahrzeug möglicherweise zu dicht aufgefahren? Ich lasse immer genug Abstand zu anderen Autos. Man weiß schließlich nie, ob jemand mal urplötzlich bremst. Verstehe. Ist Ihnen noch etwas anderes aufgefallen? Sinn und Zweck eben tatsächlich witzigerweise, ob wir in irgendeiner Art und Weise hier, ja. Waren Sie eventuell beim Fahren nicht ganz bei der Sache und unkonzentriert? Nein, ich war total auf die Straße konzentriert. Denken Sie doch noch einmal darüber nach. Ich kann Ihnen nur leider trotzdem nicht mehr sagen als gerade eben. In Ordnung. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein? Gut, dass Sie Ihre Warnweste tragen. So werden Sie von anderen Verkehrsteilnehmern ich nicht so leicht witzig. Übersehen. Ich gucke gerade ist links aus meinem Fenster und sehe gerade jemanden, wie er mit einem Laubgebläse tatsächlich den Gehweg eben gerade von der Stadtreinigung sauber macht. Und er hat halt eben wirklich ordnungsgemäß auch eben eine gelbe, also neongelbe Warnweste an. Ich finde das gerade echt krass. Ja. Haben Sie vor dem Unfall etwas Ungewöhnliches beobachten können? Naja, die andere Fahrerin fuhr total unberechenbar. Mal etwas schneller, dann fiel sie zurück. Und in Schlangenlinien ist sie auch gefahren. Ah, wir überprüfen das. Fällt Ihnen sonst Steuer. Noch etwas ein? Von meiner Seite gibt's sonst nichts. Danke für Ihre Aussage. Sind die, also ich melde finde mich, das echt wenn krass ich weitere hier Fragen bei einem habe. Autobahnpolizeisimulator, dass die Leute immer so alkoholisiert fahren. Ne? Also, ja, krass. Guten Tag. Können Sie mir schildern, was aus Ihrer Sicht geschehen ist? Boah, einfach ich bin diese Location. In Schleudern geraten. Gut, sieht jetzt blöd aus, weil man das Menü hat, aber irgendwas kann ich davon bestimmt als Thumbnail nehmen. War zur Zeit des Unfalls viel auf der Straße los? Da war eine Menge los. Und ständig drängt sich irgendwer vor ein, weil er die nächste Abfahrt nehmen will. Hat sich jemand plötzlich vor Sie gedrängt, sodass Sie ausweichen mussten? Jetzt, wo Sie es sagen, das würde erklären, warum der so plötzlich viel zu nah vor mir war. Okay. Welches Fahrzeug war es? Also, das ging so schnell, ich weiß es wirklich nicht. Och Mann. Denken Sie doch noch einmal darüber nach. Möglicherweise irre ich mich auch. Ich bin einfach noch so total durch den Wind. Das bringt uns wohl nicht weiter. Sehe ich auch so. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Wie schnell waren Sie unterwegs? Ganz normal. Verstehe. Haben Sie sonst noch etwas bemerkt? Wie schnell waren Sie unterwegs? Ganz normal. Alter, was ist denn das? Ich frage nach Geschwindigkeiten, ne? Und es kommt ganz normal. Könnte es sein, dass Sie während der Fahrt abgelenkt waren? Wie war die Frage noch gleich? Ah, okay. Die wollten Sie also witzigerweise... Haben Sie getrunken? Definitiv nicht. In Ordnung. Dann noch einmal von vorn. Ich vermute, dass Sie etwas übermüdet sind. Deshalb ist der Unfall für Sie dann auch ganz plötzlich passiert. Sie können mir überhaupt nichts nachweisen. Wenn Sie das so sehr aufregt, zeigen Sie mir doch bitte Ihre Lenk- und Ruhezeiten. Ach krass. Dann sehen wir, was stimmt. Schon gut, wenn es Ihnen hilft. Das ist die Busfahrerin. Interessant. Jetzt wird's interessant. Und? Lass mich raten. Oh, ja. Sieht aus, als hätten Sie Ihre Zeiten überschritten. Na? So extrem war das gar nicht. Nein. Es sieht so aus, als wären Sie beim Fahren eingeschlafen, immer 20 bis 30 weil Sie Minuten übermüdet gefahren sind. Ich dachte wirklich, dass ich es noch bis zu meinem Ziel schaffen würde. Ja, viele denken das. Es war doch nicht mehr weit. Ich würde sagen, wir haben unseren Unfallverursacher. Vielen Dank. Das war's erstmal. Ich komme auf Sie zurück, wenn sich etwas Neues ergibt. Das ist aber frech. Schade. Ich dachte nämlich ehrlich gesagt, das war der Ast. Okay. Jetzt einmal die Unfallskizze. Jetzt fertig? Ich habe alles, was ich brauche. Und? Was denkst du? Die Fahrerin des Busses ist kurz eingenickt, weshalb sie danach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Also am Steuer eingeschlafen.
Fantastisch. Ja, Dinge passieren, ne? Wozu sind die Ruhezeiten wohl da? Naja, um sie nicht einzuhalten. Sicher nicht, damit man sie einfach ignoriert. Genau. Gute Arbeit, Partner. Eigentlich genau dafür sind sie da, damit man sie ignoriert. Sehr gut. Ich bin über unser Ergebnis halbwegs zufrieden. Es könnte natürlich besser sein. Aber ja. Alter, wir kriegen so viele XP, das ist so krass. Liebe Leute, aber das war's damit wieder hier mit Stefan und meiner Wenigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich heiße, aber ich habe halt eben keinen Namen. Ich glaube, der wurde irgendwann mal gesagt. Da hinten ist ein Entchen. Ich bin hier noch nie lang gefahren, oder wenn, dann nur ein einziges Mal, fällt mir gerade auf, ne? Das ist schon... Sorry, Auto. Der ist jetzt total irritiert. Türen sind blockiert, okay. Aktion gespielt, Geschwindigkeit zu hoch. Ding ist irgendwie ein bisschen verzögert. Das sieht ja geil aus. So, und wieder ein Wahrzeichen mehr. Und da hinten ist ein Quietsche-Entchen. Also wenn wir da mal wieder vorbeikommen, ne? Aber ich wollte abmoderieren. Oh, schon wieder der Bus. Ja. Hilfe. Einfach nur Hilfe. Bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Autobahn Polizei Simulator. Ach, Alter, ich hasse diesen Bus. Sorry. So, wir machen jetzt erstmal hier noch die, genau. Ich wollte schon sagen, die Litfaßsäule, nein, Quatsch, die Notrufsäule und dann ist vorbei. Hier spricht die Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Wagen 1 hier. Wir können euch mitteilen, die Säule hier funktioniert und man kann fast bis zum Strand schauen. Funktionierende Notrufsäulen und ein schöner Ausblick. Was will man mehr? Das ist aber auch eine richtig coole Location. Also immer gerne. Bis später dann. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Tatsächlich, das sieht nämlich richtig schön hier aus. Also, warum bin ich hier so selten lang gefahren? Bis zum nächsten Mal hier, Autobahnpolizei-Simulator 3.